So, hallo Kinder, wir sind wieder da. Ja, es geht weiter. So, hey, und... ich habe keine Zeit zum Trödeln. Ja, aber ich muss hier was erzählen, zack. Also halt die Klappe. Wir haben jetzt die Möglichkeit und wie ihr hier sehen könnt, hat er ein Problem mit der Ernte. Wir können uns jetzt hier als Fachmann ausgeben für, naturwissenschaftlichen Sachen. Und diesbezüglich schneiden wir einfach von diesen grünen Handschuhen einen Daumen ab und schon haben wir einen grünen Daumen. Zack McCracken, der Mann mit dem grünen Daumen. Genau. Mist, jetzt ist gerade vom Titan-Cutter die Klinge abgebrochen. Genau, von einem ganz normalen Handschuh. Naja, wie auch immer. Wir können jetzt auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon kann, Düngemittel mit Beet. Und, et voilà. Hey du, lass bloß mein Gebet in Ruhe, hörst du? Außer mir dürfen lediglich Mitarbeiter des Gartenclubs Grüner Daumen an diesen Beeten arbeiten. Na gut. Jetzt könnt ihr auch, oder jetzt habt ihr das gerade gesehen, wofür ich den grünen Daumen brauche. Ich muss ihm irgendwie klar machen, dass ich für seine Pflanzen ein kompetenter Partner wäre. Genau. Deswegen reden wir, beziehungsweise wir geben ihm den grünen Daumen und schon sind wir ein Fachmann. Gute Idee. Mit dem grünen Daumen müsste ich ihn austricksen können. Ich stelle mich einfach als Mitarbeiter des Gartenclubs Grüner Daumen vor. Ja. Aber Moment, er kennt mich. Ach ja, den Schnurrbart. Ich ziehe den Bart an. Genau, den habe ich gerade vergessen. Zack. So, los geht's. Oh, bonjour. Guten Tag. Man sagte mir, Sie suchen einen Gartenbauexperten. Kennen wir uns nicht. Nein, nein, das muss wohl mein Zwillingsbruder gewesen sein. Entschuldigen Sie, der Gute ist oft ein wenig aufdringlich. Na gut. Also, mein Name ist Gutholz Grünstich und ich komme vom Gartenclub Grüner Gaumen, Grüner Daumen. Hier ist unsere Erkennungsmarke. Man sagte, Sie haben ein Problem? Nun, wie Sie hier sehen, Herr Grünstich, ich bin in einem Dilemma. Ich habe die Pflanzen ordnungsgemäß nach allen gartenbautheoretischen Grundlagen gepflegt. Nur gedüngt sind die Pflanzen nicht. Eine peinliche Sache. Ich habe das Mischverhältnis vergessen. Wie Sie ja wissen, ist der prozentuale Anteil des Düngemittels im Wasser äußerst wichtig. Genauso wie die Dichte des Bodens, seine Mineraliehalte und so weiter. Und ich würde ja einfach drauf losdüngen. Aber nach Ihrem Kodex heißt es ja, ich zitiere wörtlich... Eine gute Ernte im Gemüsegarten kann man nur durch ausgeglichene Düngung erreichen. Ein Nährstoffüberangebot, welches durch übermäßiges Düngen schnell erreicht wird, ist für die Pflanzen schädlich. Bei nicht ausreichender Nährstoffversorgung mangelt es an Erträgen. Um hier die richtige Dosierung zu finden, kann eine Bodenuntersuchung über die Nährstoffversorgung und den gegebenenfalls erforderlichen Düngebedarf durchgeführt werden. Dies erledigt das Haus Grüner Daumen gerne für Sie. Eine solche wurde ja kürzlich durchgeführt und man hat mir für diese Grünfläche individuell eine Anleitung zum Düngen erstellt. Nur habe ich sie leider vergessen. Seien Sie unbesorgt. Ich erledige das für Sie. Vielen Dank, Herr Grünstich. Ja, jetzt sind wir also Gartenbauexperte und können somit jetzt loslegen. Und siehe da... Zachary, der Meistergärtner. Ich bin gespannt, was meine Spezialmischung bewirken wird. Ja. Dumm, die dumm, die dumm. Sieht's nicht schön aus. Es hat geklappt. Schaut euch nur diese gesunden Gewächse an. Und wieder mal habe ich den Eindruck, ich hätte den Beruf verfehlt. Ihre Beete blühen. Warum sind Sie immer noch so betrübt? Springen Sie herum und freuen Sie sich. So große Erdnussstauden habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das ist ja das Problem. Ich wollte Kartoffeln anbauen, keine Erdnüsse. Verdammt, ich bin ruiniert. Na, Ihnen kann man aber auch wirklich nichts recht machen. Star-Reporter erwirkt dilettantischen Kartoffelkopf. Kartoffelkopf. Ja, Freunde, und hier in diesem Beet, er sagt es ja gerade, finden wir Wunder, oh Wunder. Und wieder mal muss ich mir die Hände schmutzig machen. Passt auf jetzt. Eine Mutanten...
Erdnuss. Na, das nenne ich eine irrsinnig fette Erdnuss. Vielleicht sogar die dickste Nuss im Universum. Genau, und die können wir mitnehmen. So, jetzt brauchen wir aber immer noch dieses Auge. Und ich denke mal, jetzt wird's funktionieren. Kopf hoch. Das wird schon wieder. Holzauge. Ich hoffe es jetzt jedenfalls. Es ging jedenfalls, als ich es geplayt hatte. Scheiße! Hey, du da, wohin willst du mit meinem Auge? Schon wieder! Oh, sorry. Du haust hier nicht hin. Verdammt nochmal, wie kriege ich denn jetzt dem sein Auge? Herrschaftszeiten, wie war das nochmal? Y-förmiger Ast. Als Wünschelrot hätte man das benutzen können. Kann ich ihm irgendwas anderes geben? Na. Vielleicht finde ich ja jemanden, der mehr damit anfangen kann. Hier, haben Sie Ihr Auge zurück. Verdammte Hacke. Danke, Min. Wieso? Schade. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass ich das gut gebrauchen kann. Baumstamm. Das ist ein alter Baum. Er dient Moosen, Pilzen und wohl auch Gärtnern als Unterschlupf. Ha. Was war denn den mit... Das wäre nicht annähernd amüsant genug für dieses Adventure. Ach ja, ist ja gut. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Denn wir haben jetzt hier die Möglichkeit. Mit dieser riesen Erdnuss. Reden wir nochmal mit ihm. Rede mit. Bonjour, mon petit chouchou. Bienvenue dans l'infirmier. Oh, Ihr Akzent ist widerlich. Mein Ohr blutet. Ich gehe. Excusez-moi, je suis désolé. Irgendwie bringt das nichts. Ja, dann nimm halt den komischen Schnurrbart ab. Weg mit dem Schnurrbart. So, ja, hallo. So, jetzt nochmal. Rede mit. Ich hätte da noch eine Frage. Ich würde mir diesen Holzschuppen gerne einmal genauer ansehen. Das kann ich mir vorstellen. Versuch's nur. Komm her, Kleiner. Oh wei. Ich bin schon ganz wild auf dich. Wie jetzt? Du musst mir schon das Maul stopfen, wenn du vorbei willst. Oh, später vielleicht. Na komm schon, du hast doch schon gefrühstückt. Also lass mich doch bitte einen Blick auf diesen Schuppen werfen. Ich könnte dich bis zu einem gewissen Bereich vorlassen. Aber dann kann ich für nichts mehr garantieren. Was meine zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr unter meiner Kontrolle stehenden Fangarme zu alles mit dir anstellen? Oha, ich glaube, ich bleibe lieber, wo ich bin. Schade, hätte ich nur nichts gesagt. So, ich habe noch etwas zu tun. Na, endlich. Geh mir aus der Sonne. Welche Sonne? Ja, aber wir können ihm das Maul stopfen, und zwar mit dieser riesen Erdnuss. Hey, was hältst du von folgendem Deal? Ich füttere dich. Und du lässt mich einen Blick auf diese Holzhütte werfen. Na gut, aber nur weil du es bist. Zack. Das scheint dir zu schmecken. Ich bekomme davon immer schlimme Blähungen. Sie hat sich verzogen. Sehr gut. Jetzt habe ich freie Hand. So, und wenn wir uns diese Rückwand hier mal anschauen. Sie grenzt an das Grundstück und unterbricht den Zaun. Irgendwie muss ich es schaffen, hier durchzukommen. Genau die Schwachstelle, das ist schon wieder fast zu klischeehaft. Nur wie, hä? Holzhütte? Schau an. Holzhütte. Eine Holzhütte, ziemlich schlechte Zimmererarbeit. Sie grenzt an das Grundstück und unterbricht den Zaun. Genau die Schwachstelle, das ist schon wieder fast zu klischeehaft. Jetzt komme ich nicht näher ran, solange mich diese Pflanze bedroht. Ich muss mir irgendwas überlegen. Was für eine Pflanze? Die ist weg. Zack. Mach die Augen auf.
Der Baum hat eine ziemlich glatte Rinde. Scheint aus einer wärmeren Region zu kommen. Ideal für ein Baumhaus. Ach so, apropos, ich habe ja ganz was vergessen. Und zwar auf der Absturzstelle gibt es, wenn ihr hier oben mal schaut, eine Kastanie. Und wenn wir die drücken... Der Gärtner sagte was von edlem Holz. Ob auch eine Kastanie in Frage kommt? Zack! Voll Haus. Die können wir nehmen. Und dann logischerweise öffnen. Aua! Ah, das hat gepiekst. Oh. Das hat gepiekst. Und jetzt weiß ich nicht, ob das... Hoffentlich ist die Kastanie nicht zu dick dafür. Ach nein! Doch, doch. So, und die Sägespäne können wir nehmen. Sägespäne aus Kastanie. Und wenn wir die jetzt mit den Termiten benutzen, können wir nämlich hier eine Spur hinlegen. Die dann nachgehen. So, jetzt hab ich's. Ich bin gespannt, ob das klappt. Dum, di, dum, di, dum. Dum, di, dum. Sieht fast so aus, als machen sich die Termiten aus den einfachen Spänen nichts. Genau. Ich werde die Sauerei wieder wegräumen. Genau. Wenige Minuten später. Ja, also brauchen wir das Holzauge von dem werten Herrn. So, wie wir das schaffen, ich sehe es gerade von der Zeit wieder, machen wir aber erst im nächsten Teil, denn die Zeit ist rum, also seid gespannt. Bis dahin also, NRW über 18. Adieu!